Herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Wir begeben uns heute zur Taverne. Genau, da geht es dann nämlich mit den der Quest hier weiter. Und zur Taverne ist auch gar nicht weit. Wir müssen einfach dem Weg folgen und dann kommen wir da direkt hin. Kann man das hier aufsammeln? Ja. Keine Ahnung, ob wir das jemals brauchen werden. Aber mitnehmen. So, hier rum wollten wir. Hier ist Sackgasse. Ist das da oben schon die Taverne? Ja, das muss die Taverne sein. Alles so schön übersichtlich. Ach, wie schön. Tag. Hör zu, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nachdenken. Probleme? Du machst dir kein Bild. Warst du schon immer auf Kalador? Ich bin früher viel zur See gefahren. Hab schon einige Abenteuer hinter mir. Ich bin sogar schon ein paar Eingeborenen begegnet. Harte Jungs, sag ich dir. Aber begraben wir die alten Zeiten. Die sind vorbei. Was ist mit dir? Haben dich auch die grünen Feuer hergelockt? Ja, ich will Dämonenjäger werden. Das ist ein guter Plan. Wir Dämonenjäger können im Moment wirklich jede Hilfe gebrauchen. Also, was genau ist dein Problem? Okay, pass auf. Yvette hat von mir ein Amulett bekommen, was mir nicht gehörte. Du hast Yvette ein gestohlenes Amulett geschenkt? Ich hab's vom Friedhof genommen. Ich dachte, die Toten kümmert es einen Dreck. Falsch gedacht. Ich sag dir besser nicht, was für Albträume mich auf einmal plagen. Kannst du nicht Yvette das Amulett wieder abnehmen und es zurück zum Friedhof bringen? Ich kann das nicht machen. Ich kann ihr ja schlecht etwas schenken und dann wieder zurückverlangen. Ach schön, aber da haben wir gleich den richtigen gefunden. Warum sollte ich deinen Mist ausbaden? Jemand wie du kann doch sicher nie genug Gold haben. Und ich schätze, da werden wir uns sicher einig. Irgendeine Idee, wie ich an das Amulett kommen soll? Mann, was weiß ich? Klau es ihr, schwatze sie ab, mach ihr schöne Augen. Ist mir völlig egal, wie du es ihr abnimmst. Hauptsache, das Ding landet wieder auf dem Friedhof. Ich sorge dafür, dass Yvettes Amulett bald wieder auf dem Friedhof begraben liegt. Gut. Und falls du wissen willst, wo der Friedhof ist, findest du ihn unterhalb der Zitadelle. Ganz in der Nähe der Windmühle von Ernestos Hof. Also, ich zähle auf dich. Ja, wo der Friedhof und die Windmühle sind, das wissen wir schon. Ist irgendwas in der Truhe drin? Oh ja, komm. Das nehmen wir mal mit. Hey, du Penner! Was stromerst du hier so rum? Du willst doch bestimmt in die Kneipe. Was geht dich das an? Das geht mich eine ganze Menge an. Also riskier keine große Fresse, Kleiner. 100 Goldmünzen und du kannst weiter. Nein. Du kriegst von mir gar nichts. Jetzt hör mal gut zu, du Furz. Hier mache ich die Regeln. Und weil du dich so dämlich anstellst, ist der Preis jetzt höher. 200 Goldstücke oder ich lass dich Staub fressen. Nein. Du kannst mich mal. Das schreit ja nach einer Tracht Prügel. Na, dann komm mal her, du Wurst. Mach schon! Au. Na, den müssen wir doch jetzt hier erkriegen, oder? Das ist auf jeden Fall machbar. Wir haben den Falschen angelegt. Oh, der hat aber schon... Aber wir haben Heiler dabei. Das ist sowieso das Beste. Mach schon! Ist er tot? Nein. Nur bewusstlos. Sehr schön. Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Schön, wie er da jetzt auch im Wasser steht.
Seit wann spielst du schon den Goldeintreiber? Seit die Schatten hier die Gegend unsicher machen. Gibt genug arme Würste, die hier ihre Sorgen im Schnaps ertränken. Und denen knöpf ich dann den Zaster ab. Einschüchtern 90, eieiei. Den Dämonenjägern gefällt bestimmt nicht, was du hier abziehst. Na und wenn schon. Nur weil ihnen ein paar Bauern in den Ohren liegen, lassen die nicht gleich die Hunde von der Leine. Können sich schließlich nicht um jeden Scheiß kümmern. Du solltest den Leuten helfen, statt sie zu verprügeln. Und du solltest die Schnauze halten, wenn niemand deine Predigt hören will. Wenn du den Leuten helfen willst, kannst du das gerne tun. Aber laber mir nichts an die Backe, okay? Hast du es schon mal mit ehrlicher Arbeit probiert? Da, wo ich herkomme, ist es ehrliche Arbeit, den Leuten aufs Maul zu hauen. Also heb dir deine Ratschläge für jemand anderen auf. Willst du dir etwas verdienen? Klar, was möchtest du? Ja, wir können hier Sachen lernen. Das ist aber auch nett. Messerstecher, gut, ich benutze keine Dolche. Einschüchtern steigen wäre natürlich genial. Ich bin noch nicht gut genug. Aber wir sind nicht gut genug. Einfluss 50, Härte 40. Nein. Okay. Aber gut, dann haben wir den jetzt auch erstmal. Ich wollte ihn jetzt nicht nochmal verprügeln. Ah, hier haben wir die Kneipe. Das ist gut. Kram. Hey, suchst du etwas Bestimmtes? Warum? Kannst du es mir denn beschaffen? Möglicherweise. Also ich habe hier ein paar schöne Stücke auf Lager. Musst mich nur fragen. Reisender Händler? Ja, richtig. Mein Zuhause ist überall und nirgendwo. Das kenne ich. Und wie ergeht es dir hier? Ich habe mich bisher mit dem Handel von Kleinkram, Ringen und Amuletten über Wasser gehalten. Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Okay, zeig mir deinen Kram. Okay, einen uralten Degen hat er dabei. Ohrring. Ring des Jägers. Plus 5 auf Armbrust und das Dreisicht ist jetzt auch nicht so der Hit. Oh. Geht so. Ah, Kundschaft! Wenn du einen Schlafplatz suchst, ein paar Fragen hast oder dich ausruhen möchtest, bist du bei mir goldrichtig. Es sei denn, du bist auf der Suche nach Ärger. Nein, ich bin auf der Durchreise. Sehr gut. Hab ich doch gleich gewusst, dass du was im Kopf hast. Aber jetzt sag schon, womit kann ich dir weiterhelfen? Wie wäre es mit einem Sack voll Gold? Den hätte ja wohl jeder gern. Aber ein Schluck von meinem Fusel ist fast genauso viel wert. Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was hältst du von den Dämonenjägern? Das ist ein verwegener Haufen. Prellen aber nie die Zeche. Angeführt werden sie von einem Druiden. Der Name von dem alten Zauselbart ist Eldrick, aber ich sehe ihn nur selten. Ich komme gut mit ihnen klar. Wenn sie nicht wären, wer weiß, ob hier dann überhaupt noch ein Stein auf dem anderen stehen würde. Erzähl mir mehr über Eldrick. Den wirst du hier wohl nie antreffen. Hat sich in der Zitadelle eingenistet wie eine Bettwanze. Hab gehört, dass er mal ein ziemlich gutmütiger Kerl gewesen sein soll. Aber Kalador scheint ihn verändert zu haben. Scheint kein Risiko mehr zu scheuen, der alte Knochen. Was kannst du mir über Kalador erzählen? Kalador ist mehr als nur die Heimat der Dämonenjäger. Kalador besteht hauptsächlich aus hartem Fels, Wald und Ruin. Haben hier ein besonderes Klima. Verträgt nicht jeder. Schätze, die Eingeborenen würden hier nicht glücklich werden. Erzähl mir was über die Ruinen. Tja, die stehen schon ewig hier. Und ich kann dir nicht sagen, wer ihre Erbauer waren. Die einzige Ruine, die außer der Taverne bewohnt wird, ist die alte Zitadelle. Dort haben die Dämonenjäger Quartier bezogen. Was in den anderen Ruinen haust, will ich gar nicht wissen. Stecken sicher einige Geheimnisse und Gefahren unter all dem Moos.
Bring mir etwas bei. Wenn das Gold stimmt, gerne. Das Problem ist ja in der Regel nicht das Gold. Vielleicht lernen wir doch mal den Schnapsbrenner. Wir haben die 2000 Gold und Schnaps. Damit kann man sich gut heilen. Und das ist cool. Komm, wir machen jetzt Schnapsbrenner. Bring mir bei, wie ich meinen eigenen Rum brennen kann. Dazu gehst du einfach an eine Destille. Wasser, Zucker, etwas Hefe dazu und dann warten. Aber pass auf, der Vorlauf und der Nachlauf können dich blind machen. Am besten testest du deine ersten Gebräue an anderen Leuten, bis du die perfekte Hitze gefunden hast. Guter Tipp. Das ist mein guter Tipp. Okay. Ja. Mit wem sollten wir denn jetzt hier eigentlich quatschen in der Taverne? Mach, dass du wegkommst! Ja, ja. Ich wollte nur mal gucken, was da ist. Da ist so ein Stress. Ah, Brennkessel. Was haben wir denn hier? Noch ein Buch? Nee. Wollen wir nichts machen. Rezept für Schnaps. So haben wir. Und wir haben Zucker, wir haben Geisterpilz und Golderz. Schnaps des Goldes. Zeigt dir wertvolle Gegenstände an. Wir brauchen dann auch noch Rezepte. Oh. Wir brennen mal einen. Keine Ahnung. Eigentlich hätte ich eher gehofft, dass wir einen haben, mit dem wir uns heilen können. Wen haben wir denn hier oben noch sitzen? Oh. Mick. Ach, sag mal, du hast nicht zufällig ein bisschen Fusel dabei? Mir fällt sonst das Sprechen schwer. Das ist hart. Ja, komm. Hier, eine Flasche weniger bringt mich nicht um. Danke. Besser als das Abwasser der Spelunke. Den Mist, den der Wirt mir serviert hat, kannst du ja kaum trinken. Wenn ich erstmal Dämonenjäger bin, läuft hier einiges anders. Der träumt sich vielleicht einen Mist zusammen. Warum sollten die Dämonenjäger dich aufnehmen? Typen aufs Maul zu hauen, kriege ich hin. Aber das genügt denen ja nicht. Laber mir was vor von Traditionen und Verpflichtungen. Ich meine, seien wir mal ehrlich. So ein alter Opa führt die Kerle an. Kann ja nichts werden. Mit mir als Anführer könnten wir es allen zeigen. Ich glaube, die Dämonenjäger sind nicht das Richtige für dich. Ach, und was soll ich dann machen? Zurück zur Piraterie? Nein, danke. Werd den Säcken schon zeigen, dass ich es drauf habe. Okay. Träumen wir weiter, Kollege. Gut, also hier in der Kneipe an sich ist auch nicht spannend. Hat der vielleicht jetzt noch so ein Rezept vielleicht? Zeig mir deine Ware. Rezept für Fusel, ja sowas möchte ich gerne haben. Aber dafür müssen wir erst irgendwas verkaufen. Okay, Eisenring. Bringt Einschüchtern plus 5. Schmiedehammer können wir wahrscheinlich gebrauchen. Ah, hier, guck mal. Schiel. Zwei Spitzhacken, eine Schaufel brauchen wir. Hier sind Baupläne und Rezepte. Zucker brauchen wir definitiv selber. Katzen brauchen wir doch eigentlich nicht. Tränke, Voodoo-Rituale brauchen wir nicht. Tierkrallen kann man verkaufen. Zähne kann man verkaufen. Magische Gegenstände könnten wir gebrauchen. Feder. Knochen können wahrscheinlich auch weg. Eingeborenen einen hohen Wert, unter Wächtern einen hohen Wert. Schatulle können wir verkaufen. Okay, dann können wir jetzt das Rezept für Fusel kaufen. Dann gehen wir nochmal hoch und gucken, ob wir nochmal Fusel herstellen können. Ja, genau. Dafür braucht man tatsächlich nur Zucker. Nur. Also wenn wir irgendwo Zucker sehen, holen wir uns den auf jeden Fall. Dann können wir den einfach in Fusel umwandeln. Das ist schon eine gute Sache. Und guck nochmal eben in die Quest rein. Hanna und die Geister. Ich soll in der Taverne nach dem Amulett suchen. Aber das müsste doch vielleicht sogar dieses Amulett hier sein. Von Herzen. Genau, das ist es wahrscheinlich.
Wen haben wir hier noch? Mason. Hey! Hey, wie ist die Lage? Die Jungs sind unterwegs und kämpfen gegen die Schatten. Ich halte die Stellung. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, geh zu Eldrick. Ja, ich will bei euch mitmachen. Dann bist du auch den grünen Feuern gefolgt? Wir alle haben den Ruf gespürt. Aber das reicht nicht. Der Druide wird dir zeigen, was notwendig ist. Wenn du mir zeigen willst, was du drauf hast, dann komm mit auf Nachtwache. Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Den Bestien direkt an der Front einzuheizen wäre mir lieber, davon kannst du ausgehen. Aber wer die Flanken nicht zu sichern weiß, kann in Windeseile aufgerieben werden. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir auch ein Auge auf die Zivilisten werfen müssen. Ohne sie hätten wir niemanden, der uns mit Vorräten versorgt. Wie stark sind die Dämonenjäger? Zu wenig, als dass ein Sieg ausgemachte Sache wäre. Aber genug, um den Schatten entgegenzutreten. Und bis der Tod uns holt, zählt nur eines. Steh deinen Mann und kämpfe. Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Gut, bereite dich vor, dann geht's los. Dann machen wir das mal zuerst. Sonst vergesse ich das nur wieder. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Doch nicht jetzt. Wir gehen nachts los. Ach. Leg dich doch erst noch ein paar Stunden in der Taverne aufs Ohr. Ich warte auf dich. Wenn du nachts wiederkommst, gehe ich los. Okay. Macht Sinn. Dann können wir doch erst noch das andere machen. So. Du haben wir auf der Karte markiert. Gucken wir nochmal auf die Karte drauf. Wo ist sie denn? Markiert. Das da irgendwo. Im Logbuch. Okay. Da unten. Okay. Ach, da ist sie ja. Oh. Was für starke Arme ihr habt. Gesellt euch doch ein Weilchen zu mir und gebt etwas zu trinken aus. Hier wird wohl jeder angeschnarrt. Ah, ich sehe, ihr habt Mix Bekanntschaft bereits gemacht. Der alte Schluckspecht kann den Hals nie voll genug kriegen. Aber was ist jetzt? Teilt ihr mit mir oder nicht? Ja, komm, machen wir. Wir wollen ja was von ihr. Klar, ich spendiere dir einen Rum. Pah, Damen trinken doch keinen Rum. Wie wär's? Ihr gebt mir 30 Goldmünzen und ich kaufe mir später etwas Angemessenes. Kein Problem. Hier hast du das Gold. Ein wahrer Kavalier unter den ganzen Rüpeln. Bewundernswert. Die meisten Kerle hier wissen nicht, wie man eine Frau zu behandeln hat. Zum Glück ist mein Porter nicht so einer. Ich habe in der Wildnis eine Leiche gefunden. Oh, wie schrecklich. Wie sah sie aus? Ein junger Mann. Er hatte eine Notiz bei sich. Oh nein. Das ist bestimmt Alvito. Er war doch noch so jung. Bitte berichte dem Schmied Wilson davon, sofern er es nicht weiß. Okay, machen wir. Porter hat also die Spendierhosen an. Ja. Ständig schenkt er mir was Schönes. Neue Stiefel. Ein schönes Kleid. Blumen. Ach, ich liebe ihn einfach. Vor kurzem hat er mir sogar ein kostbares Amulett geschenkt. Wegen des Amuletts. Ein Amulett? Das ist doch nichts für eine Frau. Sowas liegt doch nur schwer um den Hals. Er hätte dir stattdessen einen Ring aus purem Gold schenken sollen. Du hast recht. Hier, nimm den Plunder. Ich gehe zu ihm. Ich will meinen Ring. Ja, genial. Sehr gut. Ich werde ihn mal kurz vorwarnen, wenn das geht. Ich kann jetzt gerade nicht. Porter, du liebst mich doch, oder? Ja klar. Weißt du, was mir fehlt? Nein. Ein Ring. Ich will einen Ring. Und keinen Tand. Aus Gold muss er sein. Ich... Du solltest dich beeilen. Eine Frau lässt man nicht warten. Ich habe das Amulett.
Und hast du es noch nicht zum Friedhof gebracht? Ach ja. Naja, ich dachte mir, ich sag dir... Nicht denken. Zum Friedhof marschieren. Noch eine unruhige Nacht kann ich echt nicht gebrauchen. Sehr gut. Gut, aber das bringen wir dann in der nächsten Folge zum Friedhof, würde ich sagen. Und dann können wir danach die Nachtwache machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.